Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTAP mit Robin von Sauerstein. Es ist 20 Uhr am 27.04. Und wir stehen vor meiner neuen Arbeitsstelle, dem Bennys. Ja, ich wollte heute eigentlich einen Livestream machen, hatte aber heute ein kleines Problem. Ich habe keine Person gesehen, kein nichts. Deswegen jetzt nochmal eine kleine stündige Aufnahme. Jetzt funktioniert's. Also jetzt viel Spaß damit. Das Bennys. Motorworks. Wenn ich mal so überlege, wir haben damals für eine Reparatur 200 Dollar. Kontakt. Der Vorname oder Nachname war oder Odi, warte einfach. mal. Du kannst einfach Odi schreiben. Odi. Okay. So. Jetzt bin ich bereit. 079 079 Strich 4 mal die 0. 4 mal die 0. Alles klar. Perfekt. Tief ja Dann. einfach. Ja, du kannst mir du sagen, kein Problem. Ja, perfekt. Gut, dann viel Dann Spaß. Dankeschön. Ciao. So, sind die Herrschaften noch da? Ja. Okay. Abstandteil gewollte 320. Die Herrschaften, wie können wir euch was Gutes tun? Ich wollte einfach nur kurz mein Auto checken lassen, ob da alles in Ordnung ist. Vielleicht haben Sie es gerade gehört. Er schaltet nicht, ab und zu mal schaltet er nicht höher als in den vierten Gang. Ja, also müsste man das Getriebe mal überprüfen. In dem Sinne, ja. Möchtest du das machen, Robin? Nö, alles gut. Ich lasse dir den Vortritt bei so exklusiven Kunden. Exklusiv bin ich jetzt nicht, aber mein. Also ich bin exklusiv. Ist das Auto zu? Japanische Luxusklasse. Ja. Ist das ein Subaru oder was ist das? Nimmt das ein Lexus? Ja, dann müssen Sie einmal aufschließen, der Herr. Kommst du nicht? Steigen Sie doch gleich ein. Gehen wir in die Werkstatt. Ja, Fahrwerken nicht. Sie sagen, Sie können nicht schneller als 240 fahren. Genau, Sie können es ja mal gerne austesten, hier kurz auf dem Highway oder so, aber der schaltet nicht höher als in den vierten Gang. Und eigentlich, also ab und, also vorhin hatte ich es, dass er in den siebten Gang geschaltet ist und da bin ich auch schon deutlich 70 Also das ist ein km/h Fall für gefahren. mich, Probefahrten. Also ich bin mal Krankenwagen mit 300 gefahren. Aber jetzt kommt er aus dem vierten Gang nicht mehr raus. Die Drehzahlen, die sind hoch und der Ende, der schaltet nicht hoch. Okay, wissen Sie zufälligerweise, ob der Staat vielleicht noch was, der Staatsmechaniker was dran gedreht hat? Wenn, eigentlich, also eigentlich weiß ich nicht, hat ja vorhin funktioniert in dem Sinne. Wann war das letzte Mal? Dass es funktioniert hat? Vor einer halben Stunde. Okay, Robin, ich gehe kurz eine Testfahrt machen. Ja, ich habe vorhin, das hast du eventuell nicht gehört, ich bin mal mit dem Krankenwagen mit 300 gefahren. Also,
Ich wäre, glaube ich, der richtige Mann. Ich weiß nicht. Traust du dich das zu? Ja gut, dann war du, wenn du dir das zutraust. Du wolltest also ja nicht vorhin. Nee, ich habe gedacht, es geht um meinen Spezialkunden im schwarzen Auto, weil den habe ich gefressen. Sorry, wenn ich das so krass sage, aber... Ja, dann fahr du gerne mit dem Kunden, kein Problem. Kein Problem. Schau das an, wenn du dir das zutraust. Ach, alles gut. Gut. Wenn ich reinkomme. Geht's nicht? Doch. Wunderbar. Erstmal anschnallen. Ja, ich hatte ja selber auch schon mal einen Dubster und einen Twister. Deswegen. Ich weiß, was ich mich hier. Ein Dubster? Ja, ein Dubster 6x6 hatte ich. Den habe ich aber wieder verkauft. So schnell ist du doch gar nicht, oder? Ja, aber mein Twister, der war schon schnell, den habe ich. Und ich hatte einen Krankenwagen mit 300. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Hier ist ein Highway. Ich hätte aber gesagt, ja, testen Sie es auf dem Highway aus. Würde ich fast sagen, wir fahren bis hier oben bis zum Shop. Das sind gute 5 Kilometer. Da habe ich einmal kurz eine Speedstrecke. Also wirklich ab und zu funktioniert es halt, ab und zu funktioniert es nicht in dem Sinne. Ja, ich merke es auch schon. Es sind auch Anzeichen von da. Okay, der Spoiler funktioniert schon mal, das ist gut. Ja, der ist geil, ne? Den fühle ich. Ja, absolut. Ich glaube, 60 km/h oder so, das klappt da aus. Vor allem, wenn sie schneller fahren. Oder ich fahre 40 und der klappt aus. Ja, der spürt das schon. So, ich habe da hinten auf jeden Fall den Highway. Hilfe. Okay, ja, ich habe aktuell eine kleine Quietschkugel, weil ich aktuell spare. So, da links ist gleich der Highway. Den habe ich angegeben. Weil ich möchte nicht hier in der Stadt testen. Verständlich. Weil, übrigens, schickes Nummernschild. Danke. ist das aus dem Auto Ihrer Frau? Nein, ist meins. Okay, gut. Meine Frau fährt einen Aston Martin. Okay, ah, oh, schön. Jetzt wollen wir mal gucken. Okay. Er fährt 77. Sie sind auf dem Tempomat. Ja. Einmal kurz anschalten, ausschalten. Mache ich den an und aus? Links neben ihrer Linkslenkung, Knopf mit dem Pfeil nach unten. Feststelltaste. Großschreiben. Cool. Wissen Sie, welchen ich meine? Nein, leider nicht. Über ihrer Sprinttaste, wenn Sie verstehen. Also wirklich links neben ihrem Armmuskel. Ah. Sind, glaube ich, aktiviert, genau. Jetzt muss ich nochmal aktiviert. Okay. Jetzt ist er raus. Okay, gut. Angeschnallt? Natürlich. Ja, ich will warten, bis dahin die gerade Strecke kommt, weil... Verständlich. Ich bin hier auch vorne fast in die Bande reingefahren. Hier auf dieser Strecke war es, wo ich halt die 300 erreicht habe. Okay, ich merke, das klingt schon komisch. Ah? Ich hoffe mal, Sie haben keinen Kolbenfresser. Okay, ich komme bis 208 aktuell. Ja, Sie müssen dafür ausbleiben. Hören Sie dieses Knattern? Das, ja. Das beunruhigt mich. Ja, erster, zweiter, dritter Gang vernünftig. Und jetzt? Dann vierten Gang und dann möchte er nicht mehr. Ja, ja, das merke ich nämlich gerade. Ich war bis 230, dann kriegt er kein Speed mehr. Wochen, also genau Wochen hat es hier funktioniert, also von einer halben Stunde. Da war ich schon im siebten Gang und bin halt auch wirklich die 320 gekommen. Okay, ja, dann drehen wir hier vorne, fahren wieder zurück. Also natürlich nicht hier, wo Sand ist. Ist es Beton oder ist es Sand? Das ist hier Beton. Okay, gut. Ich möchte nicht jeden Auto beschädigen. War ein bisschen Sand, das war ein bisschen Sand dabei. Egal. Müssen jetzt aufpassen, bei kleinen Gängen, hohen Drehzahlen driftet der schnell. Ja, ich hab's gemerkt. Dann fahren wir einmal wieder zurück. Also, erster, zweiter, dritter Gang top. Fünfter, da fängt er so langsam an zu kreuzbahn. Aber hier auf der Autobahn ist er eh nur 240. 50. Nicht. Oh, haben sie. 250 sind so. Okay. Dann markiere ich uns einmal das Bennys wieder. Wieder zurückkommen. Jetzt verfahren wir uns noch. Oh.
Einmal Schulterblick. Frei. Ja, ich mache immer einen Schulterblick hier. Also. Ja, gehört sich auch so. Erster, zweiter, was machen wir? Erster, zweiter, dritter ist gut. Beim vierten ist auch noch okay. Vielleicht sind zwei Zylinder ausgefallen. Dass die Übersetzung nicht mehr stimmt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Dass wir einfach zwei Zylinder verloren haben. Dass wir eventuell einen Kolbenfresser haben. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, beschleunigen Sie bitte nochmal kurz. So, ich bin jetzt 150, 170, 100, 230, 220 und jetzt fängt er an zu haken. Genau, jetzt möchte er nicht in die Schaltung gehen. Ja. Richtig, 229? Und hier gehe ich nämlich jetzt ein bisschen runter, weil wir fahren jetzt wieder in die Stadt. Also 230 macht einwandfrei. Ja, aber ich meine, Schalten funktioniert halt nicht. Richtig, das stützt mich auch gerade. Erster, zweiter, dritter Gang ist super. Der vierte. Da müssen wir gleich mal gucken. Eventuell machen wir gleich nochmal auf dem Prüfstück nochmal eine Messung. Weil. Muss das aber mit dem Chef durchsprechen, weil ich erst seit 2 Tagen dabei bin. Mhm. Jetzt werde ich auch schon angerufen. Ah, Sie können ruhig dann gehen, Sie sind ja nicht der Fahrer. Ja. Auf dem Highway. Ich bin gleich wieder da. Also bei Benny's halt. Ja, wieso denn? Na, wir sind ja rausgefahren, um zu testen. Ja, das ist 500 Meter. Ich fahre mal hier rum, war auf der anderen Seite fährt manchmal eine Straßenbahn. Und auf der anderen Seite können auch die Hoods sein. Da wurde ich schon mal beschossen. Wir hören ja, der Helikopter fliegt ja über uns. Mhm, sind sogar zwei. Ja, deswegen fahre ich nie andersherum, auch wenn der Weg kürzer ist. Und fahre ich direkt mit ihnen rein. Weil dann müssen wir auf jeden Fall was machen. So, einmal ganz vorsichtig, dass wir keinen Kratzer reinhauen. Den würde ich ihnen dann auch sofort erstatten. So, dann bleiben wir direkt hier vorne. Auf dem Tuning-Punkt. Da können wir nämlich gleich sofort gucken. Dann würde ich mal einmal kurz durchsprechen, den Motor natürlich aus, damit wir auch Sprit sparen. So. Einmal bis mit den Karosserieteilen mal schauen, was wir. Ich mach mal eben vorne auf. Oder wir ändern, machen ihnen eine schicke Farbe mit Teleffekt drauf. Ja, dann machen wir nichts an den Felgen. Machen wir nichts an den Felgen. Felgen könnten wir ändern. Dann schauen wir mal. So. Erster, zweiter, dritter sehen wirklich gut aus. Was ist denn das? Also ich sehe... Okay, gut. Also ich würde behaupten, der vierte, den habe ich jetzt ausgetauscht. Und eigentlich müsste es jetzt besser laufen. Also den vierten Zylinder. Alle anderen sahen eigentlich gut aus. Dann hätte ich gesagt, fahr mal wieder, oder? Dann würde ich fast behaupten, wir fahren wieder. Okay, dann fahre ich mal. Wollen Sie fahren? Dann kann ich mir das anhören. So, einmal anschnallen. Ist auch ein geiler Wagen hier rechts. Ist der Supra. Bin ich schon mitgefahren. Mit dem Brabus bin ich auch schon mitgefahren. War auch nice. Aber der Brabus, der schafft 420. Ich hab... Nicht mehr. Also, erster, zweiter, dritter, merken Sie ja, ist geschnurrt.
Und eigentlich, ich habe jetzt einen Zylinder ausgetauscht. Die sind auch nicht so teuer. Mache ich in den gleichen Freundschaftspreis. Jetzt bin ich mal gespannt. Erster, zweiter, dritter ist okay. Gut, habe ich Kopfschmerzen, ist nicht gut. Jetzt so. Und da nicht raus. Eieiei. Also da hatte ich mal mega Kopfschmerzen. Okay. Okay, sitze ich da drin? Ja, gut. Also. Also der will weiterhin aus dem Viertel nicht raus. Und vor allem, der hat jetzt überhaupt keine Power mehr. Also ich habe den vierten, ich habe komplett ausgewechselt. Den Zylinder. Notiere mir das einmal. Also, erster bis dritter, okay. Ab wie viel Kilometer haben wir denn in die vier Probleme? So ab 220, oder? 220 ungefähr, ja. Also jetzt, der sollte eigentlich gerade Strecke jetzt vor allem, sollte er ziehen ohne Ende. Und 5 und 6 funktionieren gar nicht. Also 5 und 6 funktionieren ab und zu mal halt. Ich hatte es bis jetzt zweimal, dass sie funktioniert haben. Sonst fahre ich jetzt hier immer im vierten Gang rum. Jetzt vor allem kurz auf vom Gas runtergegangen, schalte den dritten runter und möchte jetzt nicht mehr hoch in den vierten. Okay. Also eigentlich finde ich den Sound echt gut. Der Sound ist zwar schön und gut, aber der zieht nicht. Der zieht nicht, ja, ich merke es. Auch wenn das Auto Schnucki heißt, das schnurrt nicht. Schnurrt wieder krass. Das finde ich jetzt echt eigenartig. Ich meine, viel Geld dafür bezahlt, importiert und lassen, jetzt der dritte Gang möchte nicht mehr. Oder ja, der vierte ist es ja. Jetzt die Frage, macht das Sinn, das nach bei uns zu lassen? Wir kontrollieren das nochmal, sie nehmen Ersatzfahrzeug? Ist wahrscheinlich nicht. Da muss man wahrscheinlich den Importeur nochmal anschreiben. Mit okay. Das heißt, ich soll gleich erstmal wie auf den alten Zylinder umbauen, dass sie keine Umkosten haben. Also eine kleine Reparatur haben wir auf jeden Fall. Ja, verständlich. Ja, ja. Ihre Mühen zahle ich sie natürlich gerne. Ach, alles gut. Ich spreche das gleich dann mit dem Chef durch, weil aktuell habe ich nicht nur. Also aktuell sind es nur Serviceleistungen gewesen, bis auf die Idee. Ich habe eine kleine Reparatur gemacht an der Front. Es wird wahrscheinlich 200, 300 Dollar kosten, aber sonst. Oh, jetzt sind wir wenigstens im vierten, aber er möchte nicht weiter. 240 max sehe ich. 141. Ja, aber das ist... Das ist zu wenig. Der kann mehr. Natürlich kann er, ich bin ja vorhin schon 320 gefahren. Wirklich vor einer halben Stunde. Dann müssten wir gleich mal den Importeur kontaktieren. Weil wir haben ja die Autos abgeholt. Spreche ich das mal gleich mit Chefe durch. Weil uns sind die Kunden ja am liebsten. Und... Komm jetzt hier berg runter, der fährt nicht schnell. Berg runter 240 maximal, das ist. Er hat 241, aber das ist nichts. Vor allem im vierten Gang, er hat ja 7. Das ist es ja, ich bin ja vorhin auch schon 7 gefahren. Jetzt 250, weil wir ein bisschen springen. Nein. Okay, dann müsste ich das gleich einmal mit Chef durchsprechen, weil das geht nicht. Sonst müssen wir den Importeur mal fragen, ob er den 1:1 tauscht. Ob er eventuell noch einen importieren kann.
Weil... Ja, aber dann möchte ich natürlich meinen Motor und sowas, mein Motortuning noch da drin haben. Ja, klar, ich habe auch in den Wagen jetzt schon noch 200 extra dazu gezahlt. 200.000. Verstehe ich, klar. Vor allem mit der Farbe. Ja, Farbe ist mega teuer, ich weiß es schon. Nein. Ah, können Sie direkt reinfahren. Ich vertraue Ihnen. Die Einfahrt ist ein bisschen eng, habe ich auch schon erlebt. Nein, überhaupt nicht. Fahren habe ich genug Praxis. Genau, da ist der Punkt ungefähr. Gut, ich gehe mal zum Chef raus und spreche ihm ab. Jo. Konnte man es richten? Chef? Ja, dann müsste man mal nein, den Staatsmechaniker schreiben. Richtig. Also, Fakt ist, 1.3. okay, 4. ab 220 km/h Probleme, 5., 6., 7. eigentlich gar nicht. Also... Fahrt nochmal noch mit dem Toyota, ob der das auch hat. Okay. Also ich habe einen Zylinder... Der das gleiche Problem hat, das ist ja auch ein Supersportler. Ja. Also ich habe Zylinder eingewechselt, Zylinder 4. Hm. Und den würde ich gleich eventuell zurückbauen, wenn das Auto wieder exportiert wird. Ja, und ansonsten muss man da wirklich mal am Staatsmechaniker schauen, der den TÜV gemacht hat vom Fahrzeug. Ich würde ihm da auch gleich nichts berechnen. Also ich habe das Auto ja nicht repariert. Wahrscheinlich eine kleine Pauschale von 300 für die Zeit, die wir investiert haben, aber sonst... Ja, schau mal an. Wenn du ihm nichts berechnest, kommt er vielleicht mal auf ein schönes Tuning und dann hast du mehr davon. Ich lade ihn ein auf Unicorn, deswegen würde ich ihm 300 berechnen. Er ist dein Kunde, du darfst das machen, aber... Alles gut. Dann wenn ihr schon dran seid, könnt ihr ja noch kurz den Toyota mal kurz ist der testen, offen? Ob da das gleiche... Ja, ist offen. Vertrauen Sie mir an? Natürlich, dann zahlen Sie aber 500. Ja. Dann zahle ich 500, aber ein Toyota fahruf. Alles gut. Keine Sorge, ich kann fahren. Ich merk's ja. Achtung, der ist wirklich, also uff. So. Ich schnall mich schon mal an. Kurzer Soundcheck. Ja, der Brabus ist vom Sound her noch besser als der Toyota. Ja, aber. Aber der dreht nicht durch, das ist schön. Vor allem breit gebaut, das ist. Ja, das ist schon. Also. Der Brabus, der ist leider schon verkauft. Oder eher gesagt, wir wissen ja, wie man die bekommt. Ja. Und ja. So, vom Sound hätte ich eigentlich bei dem hier ein bisschen mehr erwartet. Im Stehen gut, aber. Ja, beim Fahren ist das nicht. Also beim Bravo. Das muss. Okay. Der herkommt. Hab ich auch gerade gedacht. Ja, zum Beispiel, wo wir gerade vom Unicorn sprechen. Anderes Thema. Beim Brabus zum Beispiel, der geht ja wirklich bis 420. Also, da hatte ich ein bisschen Angst. Glaube ich. Also, ich glaube, das hat man schon geändert. Ich glaube auch. So wurde es mir berichtet. Ohne. Ah, schau, der hat dasselbe Problem. Ja, der geht nur bis 240. Genau, der will auch nicht in den vierten Gang springen. Ich merke es schon. Okay. Ne, da geht auch nur 220 jetzt hier. 220, dritter Gang. Ja, da können wir zurückfahren. Ich weiß nicht. Ich hoffe mal, beim Brabus ist das nicht. Der soll ja 420 fahren. Ah, scheußlich. Also jetzt kriegt man so schöne Autos und dann... Und dann wollen sie nicht, ja. Ja, lächerlich, der schaltet nicht mal hoch in den vierten, der bleibt im dritten, das ist kacke. Ich gucke gerade, was ich ihn berechne. Anfahrt hatten wir nicht, Abschleppen, Bergen hatten wir nicht, Werkzeugkoffer hatten wir auch nicht, Tuning hatten wir auch nicht. Hatten wir Reparatur? Ich weiß nicht, wir hatten zwar Reparatur, aber kann ich ihn nicht berechnen.
wir haben zwar den Zylinderkopf, weil das wäre ja für mich eine mittlere Beschädigung, Zylinderkopf. Dann wären wir nämlich bei 500 bis 1000 und 30 Minuten Trocknungszeit. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen die berechnen kann. Aber gefahren sind wir ja schon. Ja, gefahren sind wir ja schon. Eigentlich müsste ich Ihnen ja die 750 berechnen für den Sprit, den Sie gerade verfahren. Ne, ich möchte nicht Halsabschneider, aber Sie wissen ja, der Sprit ist teuer. Aber erstmal kommen wir an und dann sprechen wir alles weitere. Weil... Dann lassen wir ihn hier einfach stehen. Na, ich fahre mal wieder zurück. Da sitzt jemand, oder? Ne, da steht jemand. Komisch. Wie gesagt, also Ihre Motorräder sind hier herzlich willkommen. Ja. Ja, ich sag mal so, ich will ja mein Motorrad, möchte ich ja gerne loswerden. Meine Nightblade. Was kostet die? Meine Nightblade? Was willst du dafür haben? Die ist ungetuned, die ist nur optisch mäßig was gemacht. Ich hab, was kostet die Nightblade? Boah. Über, war die 35 hast du bezahlt, ne? Aber ne, war die nicht irgendwas mit 42? Oder 42, genau. Die 42, war irgendwas mit 42k, ja. War die. Ich suche nämlich im neuen Kauf, ja, 42. Ah, ich möchte nämlich ein neues Motorrad haben, aber ich habe erstmal hier den Kunden zu bedienen. Irgendwo gehe ich nochmal kurz zum Chef rüber. Ich komme gleich zu Ihnen. Wie kriegen Sie schon geregelt? Ja, klar. Robin, hast du Zeit? Nee, ich habe keine Zeit. Dein Auto ist auch kaputt. Geht auch nur 240. Ja gut, der fuhr immer nur 240. Achso, okay. Der hatte überhaupt kein Tuning drin. Okay, gut. Jetzt die Frage, was berechnen wir dem Kunden? Dem? Also dem Kollegen hier mit dem Auto. Das ist dir überlassen. Okay. Ich meine... Wir kriegen das musst schon du sagen, musst du mal sagen, was du alles gemacht hast. So. Ja, also gerade die schalten halt nicht in den vierten Gang hoch. Okay. So, jetzt müssen Sie mal kurz Ihre Ohren zuhalten, weil die Preise, die ich jetzt sage, die finden Sie nicht schön. Achso, okay. Ja. Okay. Nein, alles gut. Also, ich würde sagen, wir berechnen mal eine halbe erste und eine halbe zweite. Sind wir so bei 400. Ist okay, oder? Dann einmal Zylinderwechsel würde ich 200 nehmen. Sind wir bei 6. Und ein Kaffee für mich sind wir bei 5. Also sind wir bei 5, bei 700. Einen Kaffee kann ich noch so geben. Ja, den habe ich selber auch, aber... Ich bin diese Woche dran mit Kaffee verteilen, ja, an die Kollegen. Aber ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich zu Ihnen, ne? Die Preise, die sind echt scheiße. Die Preise, die sind echt. Die sind echt also scheiße, ich musste sie auch bezahlen. Reparatur 1, Kratzerscheinwerfer 200 bis 500 Dollar. Reparatur 2, 500 bis 1000 Dollar. Und Reparatur 1000 bis 1500, da kann ich auch nichts machen. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, was haben Sie jetzt gerade an dem Wagen gemacht? Wechsel des einem Zylinder, Zylinder 4, muss ich auch bezahlen. Ja. Einmal Motorwäsche. Aber was hat der Zylinder denn mit dem Getriebe zu tun? Das ist ja das Problem, dass man nicht schalten kann. Richtig. Und muss alles ausschließen. Und es hätte der Zylinder sein können. Ein Kolbenfresser. Ja, Sie haben jetzt bei mir einen Zylinder eingebaut. Schön und gut, aber es funktioniert hier immer noch nicht. Richtig. Darauf wollen wir hinaus. Und ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt für eine Reparatur oder einen Tausch zahlen muss, der bei mir nichts bewirkt. Das Problem ist ja immer noch da. Richtig, deswegen berechne ich auch nicht den 1000er, sondern den 500er. Ja, aber Sie können doch nicht wegen dem verfickten Zylinder 1000 fordern. Ist eine mittlere Beschädigung gewesen an Ihrem Auto? Es war überhaupt keine mittlere Beschädigung, der Motor war topfit, es ist halt das Getriebe, was gerade aktuell bei sämtlichen Fahrzeugen, die aus dem Ausland kommen, halt beschädigt ist. Also beim Brabus war das nicht so. Wollen Sie mit dem Brabus jetzt vielleicht nochmal fahren? Der Brabus ist nicht da, der Kunde hat ihn mitgenommen. Brabus. Da. Oh, hat der Kollege den da hingestellt. Auch schön. Oh. Ich würde jetzt mal sagen, Sie fahren am besten irgendwie noch eine Runde mit dem Brabus und schauen sich mal das Problem an.
Ich würde jetzt hier nicht wirklich 700 zahlen für ein Problem, das immer noch da ist. Gut, dann bespreche ich das doch mal mit Chef, ob ich in den... Können Sie gerne machen. Sind Sie Erstkunde? Also, was für Erstkunde? Sind Sie Erstkunde hier? Ich war schon öfters bei Bennys. Okay, sonst hätte ich Ihnen 350 angeboten, aber okay. Ich spreche mal eben mit Chef durch. Exterior kann ich gar nichts. Und Kosmetik kann ich auch gar nicht. Also wenn ich dich wäre, würde ich da nochmal schauen, was die beim Import genau gemacht haben. Vielleicht haben die da nicht alle Teile mitgeliefert. Da würde ich wirklich nochmal beim TÜV, also beim Importeur, nachfragen, was sie genau an Fahrzeug, was sie alles am Fahrzeug mitgeliefert haben. Teilweise nehmen sie nicht alles mit. Ja, ja, okay. Ja, ja, muss ich mal nachfragen. Da würde ich wirklich schauen. Okay, dann trotzdem erstmal schönen Dank. Ja, sicher doch. Also wenn sie da, ja, wenn Farbe sie alles auch haben. Nicht? Auch Farbe kann man sicher. Haben Sie einen speziellen Wunsch? Ja, mal gucken. Obwohl das Grau passt eigentlich. Ja. Das Grau lassen wir erstmal. Ich finde so ein altes Grabitrau eigentlich schön. Ich will nur kurz schauen, also Farbe geht. Ja, nee, dann lass mal. Ach, Mann. Aber wirklich bei den Teilen? Da wurde was auf dem Schiff vergessen, sagen wir es mal so. Ja, okay. Gut, danke. So, danke dir. Muss ich das auch erklären. Danke, ciao. Audi. Ja, parkier nächstes Mal mein Auto bitte richtig. Nee, der Kollege hat geparkt. Ach so. Ich kann dem Kunden nicht vorschreiben, wie er parken soll. Steht er falsch? Ja, das Garagentor knallt immer drauf. Oh. Bei mir ist das Garagentor ganz weit offen. Also bei mir ist das Garagentor offen. Ist der jetzt kaputt oder nicht? Der ist nicht kaputt, oder? Also das Garagentor ist offen. Bei mir. Ja, ja, jetzt schon. Jetzt stehst du ja auch da vorne. Achso, ja. Gut. Wir haben ein klitzekleines Problem. Der Kunde will... Also ich... Er sagt, ich habe den Kolben ausgetauscht, aber das Auto funktioniert immer noch nicht. Er ist bereit, nichts zu zahlen. Jetzt die Frage, was berechne ich ihm? Lass ich ihn einfach ziehen? Ist ja mein Kunde, aber er will ja nicht zahlen. Gehe ich auf Kulanz und ich hab nichts gemacht und lass ihn fahren? Also sagen wir es mal so. Grundsätzlich hättest du ja für die Arbeit, die du da hineingesteckt hast, für das Schauen, und hättest du was verrechnen können. Er ist noch draußen, also ich kann doch berechnen. Ich sage, von mir aus muss er nichts zahlen, weil es halt einfach wirklich im Moment mit den Imports halt zuerst ein bisschen Angewöhnungssache ist, oder? Die sind jetzt neue da, da muss man ein bisschen schauen. Ich habe jetzt bei ihm ja auch drüber geschaut alles und ihm eine Info rausgegeben. Das ist doch einfach ein bisschen Kundenservice. Und der von mir aus muss der nichts kosten. Okay, gut. Aber da es ja dein Lohn ist, sag ich, will ich dir nicht hier deinen Lohn madig machen, weißt du? Okay, gut, kriegen wir hin. Aber nicht, dass du mir den Kunden... So, junger Mann. Ja. Ich habe jetzt mit dem Chef durchgesprochen. Wir haben aktuell Importprobleme. Für die Reparatur zahle ich Ihnen nichts, aber einmal $100 fürs Begutachten. Ist das okay? Das können wir gerne machen. Das ist akzeptabel, ja. Das würde ich auch noch bezahlen. Das heißt, ich bräuchte einmal Ihren Ausweis. Natürlich. Wo habe ich den? Hier. Ich hoffe mal, der ist bei der Fahrt nicht rausgeflogen. Nein. So. Ja, der muss schon grinsen. Ach, schön. Männer mit Humor. Gut, dann schreibe ich 100 rein. Dem falsch. Was schreibe ich als Art rein? Sichtung der Schäden? Zeitaufwand. Ja, passt schon. Schäden. Gut. Dann haben Sie einmal Ihren Ausweis wieder. Vielen Dank. Nehme ich mal. Ist das jetzt
Was ist mit dem? Ich hab keine Ahnung. Er hat einen Clown gefrühstückt oder einen Klaus. Gut, dann wünsche ich Ihnen, Sie können Ihr Auto aus dem Dings und dann hoffen wir, dann gucken wir mal, wie wir es weiter damit vorgehen. Aber jetzt mal ohne Spaß, ne? Aber das Auspacken jetzt hier, das kostet bestimmt $700, oder? Ach so, stimmt, das steht ja hier drin. Stimmt, das ist ja, müsste ich eigentlich berechnen. Der Move ist gut. Stimmt, abschleppen und bergen. Ich berge hier das Auto aus dem Bennys. Ja. $500. Ja, würde ich sagen. Ah, ja. Da haben sie die Reparatur ja wieder. Ich muss auch leben. Ich bin erst seit gestern hier beim Bennys, also... Ja, alles gut, alles gut. Wir lachen ja nicht über Sie. Ja, ich... Ah, herrlich. Wir kommen nur vorbei, weil er sonst immer hier so ruhig ist. Ja, und ich sag mal so, es ist uns halt ein bisschen langweilig. Ich merke das schon, aber ich denke, ja. $100 ist ganz okay. Nein, $100 hätte ich auch gut bezahlt. Also für die Arbeit jetzt, ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Nein, das ist alles gut. Wir haben jetzt halt quasi nur gewartet. Also wegen der Hupe? Ja, die hätte ich gerne noch abgebaut. Also soll ich Ihnen mal meine Hupe zeigen, mit der ich durch die Stadt fahre? Ja, aber was bringt mir die Hupe, wenn ich nicht hupen darf? Natürlich dürfen Sie hupen. Nein, ich darf nicht hupen. Sollen wir jetzt zur Polizeistation fahren und hupen? Ja, können Sie machen. Auf meine Kosten. Ja, gut. Können Sie machen. Gut. Dann fahre ich Sie jetzt hinterher und dann, wenn einer dann da ist, dann können Sie hupen. Gut, abgemacht. So, mal gucken, was passiert. Weil ich würde nämlich fast behaupten, da passiert gar nichts. Wahrscheinlich haben die einfach nur einen schlechten Tag, die Polizisten. Schauen wir mal. Hupen verboten. Also, sowas habe ich ja noch nie gehört. So. Da passiert gar nichts. Also die können mir sagen, was sie wollen. Da passiert gar nichts. Jetzt fahren wir wieder zurück zum Bennys. Thank you.
Also sie können mir sagen, was sie wollen. Es standen 6 Polizisten mit Blaulicht vorm Polizeirevier und keiner hat es interessiert. Ja, weil die auch gerade beschäftigt waren, weil sie gerade Probleme mit dem Blauen hatten. Richtig. Aber sie haben ja, sehen Sie? Ja. Ja, aber bei mir war der gerade quasi nur auf Streife und ich habe einmal gehupt und darauf hinter der Langeweile hat er mich ist er mir dann hinterher gefahren. Ach, alles gut. Ich hab's jetzt zu ihren Ehren gemacht und gut ist. Oder das liegt einfach an ihrem Auto. Ja, ja, die kennen mich schon. Ja, weil so ein großer schwarzer Wagen, dann steigt auch noch ein fast schwarzer Mann raus. Sind sie Samarotti? Nee, aber wo ich ausgestiegen bin, habe ich nur gesehen, wie der auf einmal auch ausgestiegen ist mit einer Knarre in der Hand. Ah, okay, dann Gesundheit. Ja. Sind Sie gerade beschäftigt oder sind Sie gerade im Kopf? Nee, ich schaue gerade Fahrzeuge an. Okay. Aber du kannst mich duzen, ne, Robin? Hi, Odi. So. Ja. Alles gut. So, ich habe jetzt eingeschrieben, Sichtung der Schäden. Passt, oder? Ja, nur eine Sichtung. Hast du eine Rechnung gestellt? Ja, ich habe eine Rechnung von 100. Die habe ich auch bekommen. Also, die habe ich aufs Firmenkonto. Und dann über den 6. Muskel. Und die von Rumpe, die hast du auch über 6. Ja, genau, alles über den 6. Finger. Okay, du musst mir einfach sagen, wenn du deine Auszahlung möchtest, hä? Von deinem Gehalt. Ja, ich glaube, du hast da auch was geändert. Ja, der Gepäckträger, der hat 2,50 gekostet und nicht 2,000. Nee, ich habe Rabatt gemacht. Nee, ich meine, wir zahlen 2,50 für den Gepäckträger. Ja, okay. Also 2,500, da musst du schon richtig eintragen. Ansonsten sind wir irgendwann im Minus. Ah, okay, passt schon. Ich muss jetzt hier noch kurz eine Nachricht schreiben. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, ich war ja heute eigentlich schon 3 Stunden im Dienst. Ich habe bloß nichts gesehen, dass ich jetzt in den Feierabend gehe. Ja. Weil ich glaube, wir kriegen heute Abend noch eine längere Sonnenwende. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Haben Sie ja gelesen gerade. Nee. Naja, 21.15 Uhr. Deswegen... Ah ja, dann bin ich dann auch weg. Richtig. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Was ist denn? Sind Sie jetzt noch interessiert an dem Motorrad? Nee, ich hab meins gerade ein Angebot bekommen. Ich hatte ja jemanden angeschrieben, der hat auch eine für 15. Für 15k? Ja. Eine Night. Eine Nightblade? Yep. Ungetuned. Okay. Ungetuned? Getuned. Ja, okay. Getuned? Ja klar. Beziehung. Okay. In die Hut. Nicht schlecht. Ja, deswegen alles gut. Alles ich hätte ihn auch 25 gezahlt, aber alles gut. Naja, alles gut. Also ich wüsste jetzt selber nicht, was die ungetuned jetzt, sage ich mal, wert ist. Ungetuned halber EK. Ja. In dem Fall dann halt, was hat sie gekostet? 21.000 oder sowas? Ich glaube sowas, ja. Und je nach optischem Tuning packen wir halt einfach 2.000, 3.000 drauf. So, ich würde auf jeden Fall sagen, da wir gleich ja in die blinkende Sonnenwende gehen, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Wünsche ich gleichfalls. Ja, und dann sehen wir uns in der neuen Atmosphäre wieder, oder? Bestimmt. Ja. Wenn die Preise nicht so hoch sind. Ne, die wären noch höher. Wir müssen ja den Umzug... Da kann ich für nichts versprechen. Nein, sie müssen das mit vor. Ich mach die Preise nicht. Wenn der Chef die Preise so macht. Zum Beispiel vorhin, ich hatte eine Dame hier. Die hat, glaube ich, das Dreifache bezahlt. Aber. Oha. Das lag, glaube ich, an meinem Aussehen. Entschuldigung. Ja, sehe ich nicht gut aus? Natürlich, sie sehen sehr sexy aus. Ja, Goldkette, bling, bling. Wenn ich schwul wäre, würde ich sie jetzt von hinten nehmen. Ja. So, Robin, es sollte dann noch ein Mitsubishi VRX kommen für uns. Okay. Mitsubishi VRX? Also, ich kann ja nur sagen, ich ergebe mich vor Ihnen, wenn Sie wollen, dürfen Sie. Denn was ist jetzt genau? Ein einmaliges Angebot. Ja, das Problem ist, dass ich nicht schwul bin. Also, ich mache dann jetzt Feierabend, ich komme dann erst Montag wieder.
Wahrscheinlich ja, morgen Abend für eine Stunde. Um einmal kurz zu gucken, ob alles da ist. Aber so wie es aussieht, geht morgen Abend ein Flieger. Ich habe noch nie jemanden gesehen, die Alufelgen da haben. Die gehen einfach nicht weg. Ja, Ausstellungsstücke. Also ich habe Alu, oder? Ich müsste eigentlich Alu haben bei mir. Ich wollte gerade was sagen, aber ich habe es mir unterdrückt. Also ich meine, ich hab Alu mit Lackierung. Ja, ja, das ist sicher. Ja, deswegen. Und die habe ich ja, ja auch hier machen lassen. Perfekt, das ist doch schön. So. Ich hatte, wie ist das zum Beispiel, wenn ich eine Reparatur von meinem Auto mache? Wie trage ich das ein? Das tragst du nicht ein, weil du für dich ist das kostenlos. Gut, ich hatte nämlich 50 eingetragen, wieder ausgetragen. Nee, das ist für dich kostenlos. Wie auch das Tuning zahlst du nur EK-Preise. Ja, ich ist okay. Also, wenn du was tunst, dann schreibst du das auf und dann stelle ich dir dann die Rechnung. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich. Außer wir haben dann noch eine dritte Person, dann könnt ihr euch gegenseitig die Rechnungen zustellen. Ja, also zum Beispiel die Dame, die eventuell kommt. Genau. Ja, gut, dann bedanke ich mich erstmal. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal da bin. Ich habe ein langes Wochenende. Ja, kein Ding. Also, ich weiß eigentlich, dass ich am Montag dann jeden Abend da bin. Ja, das ist doch schön. Für 2-3 Stündiges. Ja, ich wäre heute auch für 5 Stunden da gewesen, aber ich hatte halt Sehschwäche. Und da kann ich halt nichts machen. Ja, du musst halt wirklich schauen, wenn du ein bisschen Werbung machst auf Twitter und da. Dann. Gibt es eine Lackierung, wo Bennys draufsteht? Ja, für so einen Slam-Van, glaub. Irgendein Auto habe ich mal gesehen, wo Bennys draufsteht. Dann würde ich mir eventuell so ein Auto zulegen, dann würde ich das als Werbefahrzeug nehmen. Ja, wieso nicht? Ja. Aber ich weiß halt nicht, bei welchem Fahrzeug ist es immer ein bisschen speziell. Ja. Ich habe mal eins gesehen, irgendwo auf dem Marktplatz. Gut. Dann wünsche ich dir erstmal noch eine ruhige Schicht. Ich hätte gerne länger noch was getan, aber ich habe leider viel zu tun, auch in meinem Apartment. Viel Spaß. Jo, danke. Eventuell bin ich morgen für 2 Stunden noch da, aber ich kann es nicht garantieren. Wie gesagt, du bist frei, wir haben keine Feste. Also sie merken ja, ich will. Ja, das ist doch schön. Die Kunden haben sogar Spaß. Der eine hatte schon gesagt, ich sollte dem Kollegen doch 500 berechnen fürs Ausparken aus Bennys, weil das ist ja quasi ein Abschleppen. Aber da tue ich nicht. Wo hast Service. Du ausgepackt? Nee, die meinten, wenn ich das Auto aus Bennys raushole, dann ist es quasi ein Ausparken, sollte ich 500 für verlangen. Tue ich ja. Nicht. Ich hatte einen Preis von 700 genannt, effektiv, für komplett. Weil Sprit für den Supra wollte ich auch brechen, aber ist schon okay mit den 100. Ja, schon gut. Ich sag mal, die 500, die habe ich mir verdient und gut ist, die bleiben jetzt erstmal auf Rückhalte. Ja, du, dann wünsche ich dir ganz einen schönen Feierabend. Ne? Jo, danke. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag, ne? Ja, ich hoffe, dein Auto geht, kann der TÜV noch drüber schauen. Weil, nee, der Toyota ist einfach noch nicht getuned. Ich mach auf. So, jetzt fahren wir einmal. Ampel von oben. Das war nicht so gewollt. Aber die Ampeln sind oft müde hier. Wie gesagt, jetzt fahren wir einmal kurz unser Auto in die Garage. Und dann würde ich sagen, ist diese Aufnahme auch vorbei. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt. Aber was soll ich denn machen? Jetzt verfahre ich mich auch noch. Vorne sollte gleich der Würfelplatz sein.
Hola. Soll ich sie mit nach oben nehmen? Okay. Soll ich sie gerade mit nach oben nehmen? Oh, das ist aber lieb. Aber alles gut, eigentlich. Ich muss ein bisschen Sport machen. Ja, ich habe auch zugenommen. Deswegen kommt mein Auto hier schlecht hoch. Weg ist es. Zauberei. Zauberei. So. Einen wunderschön. Alles gut? Ja. Schön, schön. Ich habe gedacht, sie stehen hier so alleine. Ja, das ist richtig. Kann das sein, dass die Lampe schief steht? Welche Lampe? Hinter mir. Nee, die steht gerade. Okay, dann ist sie schief gewachsen bei mir. Ja. Vielleicht mal Augen waschen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend. Jo, danke, gleichfalls. Wie gesagt, eigentlich war vorgesehen, von 16 Uhr bis 20 Uhr zu streamen. Ich hatte heute echt, ihr habt es ja eventuell in der Folge heute Mittag, also die Folge ist noch gar nicht online, wo ich diese Aufnahme mache. Ja, aber ihr werdet es dann in der Folge sehen, oder habt es schon gesehen. Ich hatte richtig Probleme, ich habe nichts gesehen. Jetzt diese kleine Folge sollte das entschädigen. So, ich gehe auch diesmal nicht ins Apartment rein, weil sonst habe ich Probleme. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.